Ein Stück Maschendrahtzaun. Ein großer Haufen Reifen. Hallo. Doris und ich diskutieren gerade über Besitz. Ich sage, man sollte ihn nicht nur umverteilen, man muss das ganze Konzept des Begriffs Besitz hinterfragen. Dann sieht man erst richtig, wo die wahren Probleme stecken. Eigentum ist Diebstahl. Das siehst du vielleicht anders, aber für mich bist du eine Marionette des Establishments. Was sagst du denn dazu? Wirklich? Herrje, typisch männliche Ignoranz. Noch so ein Spruch, Kieferbruch. Noch so ein Satz, Schwanzersatz. Noch so ein Spruch, Kieferbruch. Noch so ein Satz, Schwanzersatz. Ein großer Haufen Reifen. Ein alter Transporter. Das Ding fährt garantiert nicht mehr. Was kann ich für dich tun? Du könntest in eine andere Richtung atmen. Na Junge, hast du ein neues Zuhause gefunden? Ich darf eine Weile bei einer Familie wohnen, wenn ich bei der Arbeit helfe. Keine Ahnung, ob ich länger bleiben darf. Ich weiß auch noch nicht, ob ich das will. Sei schön fleißig, dann kannst du bestimmt bleiben. Mach's gut. Schön, dich zu sehen, aber ich muss weiter. Bye! Bei unserem Glück taucht der Karawanenmeister gar nicht erst auf. Wahrscheinlich hat er sich mit dem Wasser, das er als Anzahlung bekommen hat, einen schönen Abend gemacht. Wenn man sich auf Kollege Pedro verlässt, ist man verlassen. Wer weiß, wen der als Karawanenführer angeheuert hat. Auf jeden Fall taucht der Kerl erst gar nicht auf. Wir warten hier auf unseren neuen Karawanenführer. Aber der Typ lässt sich nicht blicken. Eigentlich haben wir ihm genug Wasser als Anzahlung gegeben. Da könnte er wenigstens pünktlich sein. Möchtest du handeln? Ich eigentlich auch. Aber man hat mir alle Waren gestohlen. Das siehst du vielleicht anders, aber für mich bist du eine Marionette des Establishments. Dorothy liest mir am Nachmittag immer aus ihren Büchern vor. Mama findet das gut, dann bin ich ihr nicht im Weg. Nachmittags kommen nämlich immer die Männer zu Besuch. Diese warmen Nachmittagsstunden, das ist die richtige Zeit für einen guten Roman. Sag, magst du Proust? Da steht eine schon etwas angegammelte Bank, das war's. Wenn ich alt genug bin, heißt es bye-bye, Mom und Dad. Ich bleibe hier keinen Tag länger als nötig. Unsere Gespräche unterfordern mich intellektuell, also komm bitte nicht ständig zu mir. Hey, Sif! Ich habe jetzt keine Zeit für dich. Also diesmal wirklich unsympathisch. Naja, ich muss sie ja nicht heiraten. Hey, Sif! Ich habe jetzt keine Zeit für dich. Wenn ich nochmal wählen könnte, ich würde bestimmt nicht wieder Schriftsteller werden. Alles, was die Leute lesen wollen, ist, es fing an zu regnen und sie lebten glücklich bis an ihr Lebensende. Todlangweilig. Ich kann dir gern eins meiner Bücher signieren. Wenn ich diese beiden Youngster tanzen sehe, tränen mir die Augen.
Vielleicht sollte Benito endlich einsehen, dass die Jugend von heute keinen Sinn mehr für sowas hat. Es ist mir eh schleierhaft, wozu man heutzutage Tanzstunden braucht. Wem sagst du das? In dem Brunnen ist nichts. Hast du meinen Tanzlehrer Benito verstanden? Kam jetzt erst die 1 oder die 2? Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei und drin. Hey, yeah. Die beiden schaffen das nie. Thomas, etwas mehr Gefühl bitte. Nicole ist deine Tanzpartnerin und kein Wasserdetektor. Ich lass mir von einer ökologischen Katastrophe doch nicht die gute Laune vermiesen. Eins, zwei, ouch, mein Zeh. Hast du vielleicht Lust, mich abzulösen? Meine Füße halten das nicht länger aus, wie meine grazile Tanzpartnerin auf mir rumtrampelt. Steh eben mit beiden Beinen fest auf dem Boden, auch beim Tanzen. Warst du auch in der Tanzstunde? Nein? Na, dann hast du aber Schwein gehabt. Ich lass mir von einer ökologischen Katastrophe doch nicht die gute Laune vermiesen. Da steht, heute großes Unterhaltungsprogramm. Da steht, heute großes Unterhaltungsprogramm. Hallo Sif, ich bin Miriam, die Kartografin. Oh, dich schickt der Himmel, ich brauche dringend jemanden, der eine Landvermessung bei einem Bahnhof in der Nähe vornimmt. Ich muss meine Karten vervollständigen. Leider kann ich nicht selber gehen, das Rheuma bringt mich um. Wieso betreibst du hier Landvermessung? Dafür muss es doch einen konkreten Grund geben. Du bist nicht der Erste, der das fragt. Ist eigentlich ganz einfach. Ich leiste meinen Beitrag zum Wiederaufbau. Ich weiß, Karten allein bewirken nicht viel. Trotzdem sind sie wichtig für unseren Weg zurück in die Zivilisation. Wozu genau brauchst du diese Landvermessungsdaten denn wirklich? Nur für deine Karten? Das glaube ich nicht. Glaub es oder glaub es nicht. Ich vermesse diese Gegend neu. Es gibt bestimmt viele, die an meinen Karten Interesse haben werden. Diese neue Regierung zum Beispiel. Wie heißt sie gleich? GNO, glaube ich. Das macht schon Sinn. Ich soll etwas vermessen? Klar, sag mir, was ich tun muss. Dann lege ich sofort los. Oh, das ist eigentlich ganz einfach. Ich gebe dir einen Theodoliten mit. Das ist ein Vermessungsgerät. Damit stellst du dich auf die drei Hügel südlich des Bahnhofs und liest die Werte ab. Das war's schon. Klingt doch einfach, oder? Als Belohnung habe ich leider nicht viel anzubieten. Ein bisschen erstklassiges Fleisch hätte ich noch. Das kannst du haben. Aber schließlich geht's um die Zukunft der Kartografie, nicht wahr? Sicher. Na dann gib mal diesen Theodoliten her. Ich übernehme das. Nun, Sif, bist du schon fertig mit der Vermessung? Noch nicht, aber ich beeile mich. Das verstehe ich nicht.